Sie mal hier rübergelaufen. Okay. So, wo müssen wir hin? Ja, weiß ich, geht zu den Autos. Machen, dann sind sie sofort kritisiert. So, Männer. Ah, meint ja, wird nur geworschen. Da haben wir, sind wir geübt. Das ist gut, dass wir es umgeschlagen. Ich hätte noch eine Frage, ohne viel zu... Dürfen wir sozusagen die Bemühungen nicht aufgeben? Das ist das Bohren von... Und ich wiederhole nochmal... Herr Kaschnick muss... Das, was er am 5.10. nicht getan hat, jetzt tun. Er ist dazu im Prinzip bereit. Wir haben uns intensiv unterhalten und sind nicht unwesentliche Schritte vorwärts gekommen. Dass er heute überhaupt zum ersten Mal in Sarajevo ist, dass er in unsere Botschaft gekommen ist, ist ein nicht unwesentlicher Schritt vorwärts. Alle, die sich hier engagiert haben, wollen Fortschritte sehen und verstehen Verweigerungshaltungen, die oft kleinkariert sind, nicht. Ich glaube, dass wir alle erwarten können, dass hier konstruktiv vorangegangen wird. Wer sich verweigert, manövriert sich ins Abseits und muss dafür auch die Konsequenzen tragen. Das will ich deutlich und klar sagen. Wir möchten gern, dass auch die serbische Seite wieder ihren Platz in Europa findet. Das setzt aber gerade auch auf dieser Seite die Mitwirkung voraus und nicht das Blockieren. Alle müssen Schritte nach vorne tun und in mancher Beziehung über den eigenen Schatten springen. Es kann und darf einfach nicht richtig sein, dass sozusagen das Zusammenkommen des Präsidiums letztlich dann nur noch daran scheitert, dass man sich nicht über das gemeinsame Gebäude, wo man sich trifft, einigen kann. Das kann und darf nicht richtig sein. Und das verstehen die Menschen draußen nicht. Und sie verstehen es zu Recht nicht. Die Reichweite. Ich habe es heute in diesen Gesprächen wieder gemerkt und habe es gedacht. Wir brauchen natürlich, auch weil keine selbsttragende Stabilität da ist, eine Verlängerung des UNO-Mandats für IFOR, das wird kommen, da bin ich sicher, aber ich wiederhole nochmal, Frieden, Aufbau, Zusammenleben der Menschen wird nicht möglich sein durch Druck, der durch Soldaten erzeugt wird von draußen. Wir möchten gern, dass auch die serbische